Was geht ab, Friends und Nets? Willkommen zu einem weiteren Vlog und einem weiteren Tag der 28 Tage Buddy Challenge hier auf meinem Kanal. Heute ist der vorletzte Tag. Morgen ist der letzte Tag der Buddy Challenge. Und ich bin super aufgeregt. Eieieiei, okay. Wir machen heute wieder was, worauf ich unglaublich Bock hatte. Und meine Großeltern haben mich gefragt, hey, hast du Bock, nochmal zu dem All-You-Can-Eat zu gehen, zu diesem Buffet, wo wir letztens waren? Ihr erinnert euch, wir waren ja bei diesem Buffet, wo man so viel fressen konnte, wie man nur wollte. Und ratet, wo wir jetzt sind. Genau, wir sind wieder beim Buffet. Und ich habe jetzt gerade schon meine Großeltern, meine Freundin rausgelassen, weil die sind natürlich schon älter, also meine Freundin nicht, aber meine Großeltern, dass sie nicht so weit laufen müssen. Weil das ist schon ein Stückchen, wo man hier parkt. Und da gehen wir jetzt erstmal fressen. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Junge, ihr könnt ja auch, es tut mir voll leid für die blöde Ansicht. Da gehen wir jetzt erstmal fressen. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Da wird jetzt ordentlich gespeist. Und, hallo, was ist denn mit der Tasche los? So, jetzt, da wird jetzt ordentlich gespeist. Und dann mal schauen, was der Tag so bringt. Es ist heute voll der trübe Tag. Sehr drückend, man ist total müde. Wir haben 28 Grad. Aber jetzt geht es erstmal speisen. Und ich zeige euch die Teller, die ich mir rauslasse. Nochmal einen fetten Cheat Day, bevor es dann morgen das Fazit der 28 Tage gibt. So, Teller Nummer 1. Und Nummer 2. So, Teller Nummer 3 ist dann der Nachtisch. Alter, die Fressung war wieder utopisch geil. Ich bin wieder so voll, dass mir ein bisschen schlecht ist. Aber es war übel lecker. Oh, ihr habt ja die Teller gesehen. Jetzt liege ich einfach nur hier auf dem Sofa. Und werde jetzt die nächsten Stunden einfach nur hier liegen. Wir haben es jetzt kurz vor 3. Ich mache mir jetzt gleich irgendeinen Film rein. Zock vielleicht irgendwas auf der PS Portal. By the way, ich habe eine Frage auf Instagram bekommen, ob die sich lohnt. Hier die... Hoppala, sorry. Ach. Die PS Portal ist ja die Handheld-Konsole von PlayStation, die ja nur mit Internet funktioniert. Also ihr braucht immer ein Internetnetzwerk, um spielen zu können, weil im Endeffekt ist die ja mit eurer PlayStation 5 gekoppelt, welche ihr zu Hause habt. Ja? Das heißt, das Gerät, die PlayStation zu Hause, muss ja beim Standby sein und über die Handheld-Konsole könnt ihr, also hiermit könnt ihr quasi die PlayStation zu Hause immer anmachen und wieder in den normalen Modus starten. Und sobald du eine gute normale Internetverbindung hast, kannst du von überall zocken. Und das ist richtig geil, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe am Flughafen gezockt, problemlos mit dem offenen WLAN vom Flughafen. Habe jetzt hier bei uns in der Finca, spiele ich jeden Tag. Und das ist nicht das stärkste Internet, aber auch nicht das schlechteste. Das ist so ein Mittelding. Vor allem, das läuft über einen Verstärker, das Internet hier. Und dafür klappt es übel gut. Ich habe auch schon mit meinem Hotspot gespielt. Also, ob es sich lohnt? Ja, definitiv. Also, wenn du jemand bist, der sehr gerne zockt und auch mal gern unterwegs ist und auch dort zocken möchte, wenn er im Urlaub ist, dann lohnt es sich definitiv, sich so eine PS Portal zu holen. Also, ich habe sie jetzt seit ein paar Monaten. Ich glaube, seit 3 Monaten, glaube ich, und bin übel happy. Also, ich zocke auch voll gern zu Hause auf dem Klo oder so. Oder während ich arbeite, mal so zwischendurch immer mal wieder kurz wo reinschauen. Also für mich lohnt es sich, wenn du halt jemand bist, der viel unterwegs ist und trotzdem zocken möchte, dann gönn dir. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall hier chillen und dann mal schauen. Heute Abend muss ich auf jeden Fall irgendwann mal laufen gehen. Ich will eigentlich auch noch einen Workout machen. Werde ich wahrscheinlich beides gemeinsam kombinieren. Und ansonsten wird heute nicht mehr so viel gehen nach der großen Fressung. Junge, Junge, jetzt erstmal chillen. Junge, ich bin tot. Ich habe gerade einen HIIT-Workout gemacht, im Endeffekt mit Liegestützen und habe jetzt 195 Kalorien verbrannt. In 21 Minuten und 16 Sekunden habe ich 200 Liegestützen gemacht. Ich glaube, das war ganz gut. Ich habe ein bisschen schnelleres Tempo gemacht. Habe erst 100 ganz breite, also ungefähr so von der Breite. Und dann habe ich 100 ein bisschen engere, so normale Posi. Junge, das war heavy. Vor allem ist es übelst die Kacktemperatur noch. Wir haben irgendwie, ich kann mal schauen, ja, wir haben noch 25 Grad um 18 Uhr und es ist von der Luftfeuchtigkeit, es ist gerade so eklig hier. Ich bin komplett nass geschwitzt. Junge, das klebt. Ist auch ein bisschen Kampf gegen die Stechmücken.
Junge, ich bin so eklig nass, verölt. Weil übelst viele Stechmücken um die Uhrzeit immer kommen. Besonders heute, weil es so drückend und schwül ist. Das war echt heavy. Aber hey, Workout geschafft. Jetzt geht's nachher noch laufen. Und dann war das der vorletzte Tag, Mann. Ich bin übelst gespannt. Bin richtig, richtig gespannt. Ja, Mann. 8:01 Abend. Wie ihr wahrscheinlich unschwer hören und auch, naja gut, erkennen tut ihr es wahrscheinlich nicht, weil es schon zu dunkel ist, aber ihr hört, es regnet. Und ich sehe im ganz, ganz weit in der Ferne, sehe ich, dass es auch blitzt. Ja, es war vorhergesehen, dass es morgen anscheinend ein schlechter Tag sein soll, schlechtes Wetter. Und es sieht gerade ganz danach aus, dass es gerade schon startet. Wir haben es kurz vor 12, es ist jetzt 23:37 Uhr. Und es ist richtig cozy. Ich freue mich gleich richtig, mich ins Bett zu legen. Ja, wir waren vorher dann tatsächlich doch noch eine kleine Runde spazieren, beziehungsweise haben eine kleine Wanderung am Strand gemacht von ungefähr, naja, was waren das? Ein bisschen mehr als eine Stunde sind wir gelaufen. War voll chillig, war sehr cool. Kalorienziel ist auch definitiv erreicht. 532 von 500, 88 Minuten Training und gleich 10 von 10 Stehstunden. Ja, ich bin dann doch nicht mehr laufen gegangen. Ach, warte mal. Ja, gerade erreicht. Ich war dann doch nicht mehr laufen, weil ich mir dachte, ich habe das Kalorienziel schon erreicht und ich mache mir heute einfach einen gemütlichen, oder beziehungsweise wir machen uns einfach einen gemütlichen Abend. Und es war auch echt schön. Und jetzt, oh, es kommt doch so ein geiler Wind gerade. Und in dem Sinne würde ich sagen, Freunde, morgen ist einfach der letzte Tag. Morgen ist der letzte Tag der 28 Tage Body Challenge. Ich bin ja so gespannt aufs Ergebnis, weil ich meine, ich habe es schon mal gesagt, ich sehe mich halt jeden Tag im Spiegel. Ich merke halt die Unterschiede nicht so krass und die werden halt dann tatsächlich morgen zum Vorschein kommen, wenn wir das Vorher- und Nachher-Bild einblenden. Junge, ich sehe voll komisch aus. Das Licht ist furchtbar. Das einzige Licht, was ich habe, ist das hier. Oh, schaut euch mal die ganzen Viecher an, die da dran sind. Junge, Junge. Da haben sie sich wieder alle versammelt. Gottesanbeterin, alles. Naja. Nichtsdestotrotz, meine Freunde, morgen wird das endgültige Resultat kommen. Morgen werden wir sehen, was habe ich rausgeholt aus meinem Körper, was habe ich rausgeholt mit dieser 28-Tage-Body-Challenge. Wie sieht's aus und naja, wie ist das Ergebnis? Ich bin super gespannt, ich bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, dass es sich gelohnt hat und ich hoffe, dass man einen guten Unterschied sieht. Wow, da kommt gerade noch eine Gottesanbeterin. Boah, die ist echt groß. Fast doppelt so groß wie die, die wir gerade gesehen haben. Ja, morgen ist es soweit. Schaltet morgen auf jeden Fall ein. Denn morgen sehen wir die Ergebnisse der 28-Tage-Body-Challenge. Ich werde ein Vorher-Nachher-Video dann einblenden, beziehungsweise wir werden das morgen direkt filmen, wie ich jetzt aussehe und dann in Form eines Vorher-Nachher-Vergleiches dann direkt analysieren. Ich bin super gespannt. Kommt auf jeden Fall morgen vorbei, hier auf dem Kanal, und dann seht ihr, was die 28-Tage-Body-Challenge mir gebracht hat. So, und jetzt habe ich hier gerade alle Ringe erreicht. Ups, sieht man's? Naja, egal. Es blendet sich immer wieder ab, sobald ich die Uhr in die falsche Richtung halte. Also, wir sehen uns morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Morgen ist das Finale und ich bin gespannt, was sich getan hat. Ich hoffe, ihr auch. Also, in dem Sinne, macht's gut. Gute Nacht. Beziehungsweise, bei mir ist jetzt halt Nacht, ne? Deswegen sage ich gute Nacht. Also, wir sehen uns morgen. Macht's gut.